und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ich habe ein bisschen Angst, aber wir werden sterben. Wir werden einfach nur gnadenlos sterben. Ich rüste mal die da aus, hüpfe hier einfach kurzerhand runter und... Oh, es kommt keiner. Oh, da ist ein Grüner drinnen. Ja, ich werde vielleicht aber wahrhaftig trotzdem gleich erstmal sterben. Ja, sie stehen alle auf. Wo kann ich denn jetzt hin? Wo kann ich denn hoch, runter, drüber? In der Hoffnung... Na, wo bin ich? Okay. Sie kommen von allen Seiten. Ich werde sterben. Ich werde sterben, wenn die gleich alle angerannt kommen. So, Vorsicht. Wo sind sie? Ich bin ein kleines bisschen nervös. Aber nur... Autsch, ein kleines bisschen. So. Es ist... Jawohl, Nummer 1. Der hat den Weg gefunden. Schlag ihn. Autsch. Der war noch nicht ganz kaputt. Wo sind die ganzen... Sind die alle hoffentlich langsam? Oh, ich glaube, die sind alle langsam. Das wäre sehr, sehr gut. Okay, ich habe mit mehr gerechnet. Können wir ja doch in Ruhe sogar looten hier. Wie komme ich denn da oben drauf? Irgendwie muss ich da oben drauf kommen dann. So, das waren jetzt alle da aus dem Ding. Das ist leer. Bei so großen Dingern muss man auch ab und zu gucken. Nicht, dass da in der Mitte dann was versteckt ist. So, hier hinten geht es dann anscheinend auch weiter. Ich glaube, da können wir einmal außen rumlaufen. Ein Benzinfass. Und ein Karton. So, was ist denn das? Also leere Pappding einfach nur. Pappkarton. Deswegen ist da kein Essen drin. Hier waren wir doch gerade. Alles klar, das ist das, ne, wo wir gespoilert wurden sozusagen. Aber dann war es ja doch nicht so wild. Aber ich wollte halt den Weg hier über die Dings gehen. Damit wir ja nichts verpassen. So, was haben wir hier alles? Nix. Okay, da hinten ist der Raum, wo die Affen rausgekommen sind. Da wollte auch schon jemand rein. Alles klar. Warum die immer überall rein wollen hier? Ich meine, ich gehe auch überall rein. Aber, na, wir gehen durch die Türen meistens. Aber wohl auch nicht immer. Eine Nagelpistole, die ich nicht brauche. Papier. Ist der? Ah, der ist schon gelootet, okay. So, Messing. Working Stiff. Ganz viel Working Stiff-Zeug in einem... Oh ne, da war ich gerade. In einem Futterladen. Okay. Kein Problem. Kann ich mitleben. Die ganzen Bauarbeiter, die sind jetzt noch nicht mit von oben runter, glaube ich. Ne? Die kommen dann erst wahrscheinlich. So, öffnen. Zweier Pistole. Hat sich gelohnt. So. Okay. Weiter. Hier sieht es nicht aus, als würde es hier noch was geben. Ich hoffe, ich habe alles. Ne? Ich hoffe, ich habe hier jetzt alles gesehen. Über den Lift, oder da möchte ich noch hoch, aber ich glaube, da komme ich hier irgendwie rüber. Wenn wir einfach mal dem Weg folgen. Oder hier... Oder ist der Lift noch eine Etage weiter oben? Ich guck einmal. Bin da neugierig. Will alles hier wissen und rausfinden. Aber ich glaube, das wird noch länger dauern. Oh, da ist was drinnen. Lass mich mal vorbei. Ich will den Rucksack. Danke. Da war nichts drin. So, dann sind wir wieder hier, ne? Ja, dann sind wir wieder hier. Gut. Dann gehen wir hier nach oben. Und da waren sie. Und da sind sie noch. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Uah, das sind ja auch noch welche. Und dann fängt er an zu rennen. Ja, natürlich. Oh, warte. Wo kommt ihr denn jetzt alle her auf einmal? Lalalala. Autsch. Warte. Doch, passt. Nimm. So, töten! Alles muss getötet werden. So, komm her. Dann kriegst du auf die Nase. Habe ich kein Problem mit. Was machst du da? So. Ist er Matsch? Der ist Matsch. Nein, hört doch auf, die Sachen zu zerstören. Da war jemand, der hat sich viel Mühe gegeben und das zusammengebaut.
Und ihr macht jetzt alles kaputt. Warum? Lappe, aufhören. Wenn die ganze Fabrik einbricht, weil du... Sag mal, lass mal die Stützen jetzt in Ruhe hier, Freundchen. Meine Güte. Ah, der ist jetzt auch an der Blutung gestorben. Wieso? Wieso? Komm hierher. Ihr seid Bauarbeiter. Was, warum? Warte, kein... Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ausdauer. Und dann hat sie doch eine losgezischt hier. Wieso gehen die so auf die Säulen? Ich verstehe es nicht. Ey, ich verstehe es nicht. Die wollen bestimmt die Fabrik zum Einsturz bringen. Das wäre natürlich richtig übel. Weil... Oh, das sind immer noch welche drin. Na ja. Kommt her. Kommt her. Da ist auch so eine kleine Lagerhalle. Autsch. So. Da. Da. Matsch. Matsch. Jawohl. Kneif die Beine zusammen. Ich hab dich kaputt gemacht. So. Oh, da kommt... Hat es gesperrt. Moment, Moment, Moment. Können wir das auch so öffnen wie so ein Tresor oder so? Ist da was Cooles drinnen? Oder fällt das jetzt einfach weg? Ah! Na toll! Ist ja leer. Oh, da ist der Aufzug aber. So, dann holen wir aber erst hier die ganzen Kisten. So, einmal. Tablette! Zweimal. Pop and Peels. Hier hat man ja doch einiges, du. Ah, da ist noch eine Kiste hinter dem Zeug. Und, oh, Hidden Stash. Sehr schön. Sehr schön. Ist da dann auch... Werkzeugkiste. Und, ernsthaft. Warum? Das können wir alle schrotten. Die könnte man 20 Gold quasi... Oder Tokens oder so. Ist auch nicht wirklich die Welt, ne? So, ist da oben noch was versteckt sonst? Nee, ne? So. Hui. Nein, alles weg. So, den hauen wir nicht. Aber den hauen wir kaputt und den hauen wir kaputt. Und das andere habe ich alles bekommen. Hidden und Labor. Okay. So. Ja gut, wenn die... Warum haben die so viel... Medikamentenzeugs, wenn die doch eigentlich Lebensmittel herstellen. Fragen über Fragen. Wo ist? Hatte ich nicht Holzrahmen dabei? Ich dachte, ich hätte Holzrahmen. So. Einmal öffnen. Und die da mitnehmen. So, das und das stört nur. Das ist nur im Weg. Sagen wir hier hinten noch was? Nee, das ist die. Da kann auch nichts mehr versteckt sein. Okay, schade. Aber das war auf jeden Fall das Zeug aus dem Aufzug und trotzdem dran vorbei. Egal. Ich wollte eh runter, raus, kurz die Taschen leeren. Dann können wir weiter marschieren. Und am besten jetzt über eine Mine krebsen. So, ich hab auf jeden Fall schon... Ne? Also viel wird ja noch weggeschmissen dann auch. Aber... Bis jetzt, da die Rahmen. Jetzt habe ich die Rahmen rausgepackt, ich Trottel. So, Hidden Stash. Und, na, hier. Ich brauche. So, jetzt sieht's gut aus. Ich könnte mal was essen, damit ich ein bisschen heile. Weil wir werden noch öfter auf die Nase kriegen. Noch richtig oft auf die Nase kriegen. Ja. Okay. Was machen die da? Da haben sie so... Ja, ich glaube, Soja war da drin. Bis die Zombies das A weggeschlagen haben. Ich war es nämlich nicht. Okay. Aber da oben geht es auch noch weiter. Oder kommen wir da irgendwie dann später hin? Wenn das so ist wie in der Waffenfabrik, dann werden wir hier oben auch noch rumkrebsen. Oder kann ich hier so irgendwie das... Oh, da ist ja noch ein Schubfach. Auf das es auch leer sein wird hier. Nein, aua! Warte, Nein, wieso? Hau nicht dauernd ab hier. Komm, hoch jetzt mit dir. Nicht runterrutschen. Das müssen wir auch noch angucken, ob da was drinnen ist. Oder ob es genauso leer ist wie das andere. Und. Es ist leer. Also, ach nee, bei Milch, da kommen wir, glaube ich, noch dran vorbei.
Da kommen wir, glaube ich, noch dran vorbei. Jawohl. So. Okay. Hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Sei denn natürlich, da geht's weiter wegen irgendwie... Ich finde, die Maschinen sind auch toll gemacht, oder? So, die Maschine hier irgendwie und dann kommt da was rein und dann wird hier was, ne? Und dann blub, 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 blub auf dem Förderband. Es sieht schon cool aus. Komme ich da durch? Ich will nichts verpassen. Obwohl, die Grünen hier, auf die könnte ich verzichten. So. Komm, stirb am besten mit Schädel runter. Dann du mit Schädel runter. So. Komm. Gut, dass die da gerade beschäftigt ist. Lady. Jawoll, Kopf ab. So gefällt mir das. Noch sind sie alle langsam. Noch. Wohlgemerkt. Aber gleich nicht mehr. Und fressen sie mich alle. So, Pfeile. Pfeile. Pfeile, Pfeile. Wieso Pfeile in so einem, ne? Ich dachte, hier gibt's nur... Oh, da ist was versteckt dahinter. Hier gibt's doch nur Essen. Wieso finde ich keine Kekse und Marzipan und dazu noch ein lecker Tee. Nein, man findet Waffen, beziehungsweise Pfeile, also Pfeile. Komisch, komisch. So. Möchte ja nicht wissen, was die dann in die Pralinen reingepackt haben, du. Okay. So, weg damit. Was ist dahinter? Nichts. Und da? Auch nichts. Eventuell nichts. Bin aber jetzt auch zu faul, das wegzuschlagen. Der ist schon geöffnet. Okay. Ah, ich verstehe. Das ist jetzt hier, wo das Laufband durchgeht. Wo ich gerade noch dachte, dass ich da, ob ich da reinkomme, durchkomme. Also, aber kistentechnisch steht hier schon ganz schön viel rum, du, oder? Finde ich. Weil da oben steht... Ah, auch schon wieder eine. Aua, 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 aua. Alles zerhauen, alles zerhauen. Oh Gott, es wird zu eng hier, es wird zu eng hier. Da kommt eine ganze Meute. Noch 10 Sekunden. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Alle weg. Schnell, schnell. Töten, 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 töten. Okay. Gleich rennen sie nämlich. Gleich rennen sie. Wieso? Wieso gehe ich hier nachts durch? Soll ich hier echt nachts durch oder soll ich hier einfach warten, bis die Nacht vorbei ist? Nee, ne? Eigentlich nicht. So, ich brauche Platz. Warte, warte, der rennt. Der rennt gleich. Ah, stirb. Okay. Oh, ich habe ja auch... Warte, warte mal. Ach, das ist der... Von diesem Liefer... Nee, warte mal, es wird angeliefert und das ist der Kran, um das Zeug im Lager zu verstauen. Ich verstehe. Sehr gut, sehr gut. Warum sag ich die Dinger? Ich, ja, ich möchte, Zeit schinden? Nein. Natürlich möchte ich, Platz kriegen. Und gucken. Weil oft ist halt, wenn so große Sachen hier rumstehen... Ja gut, hier jetzt nicht. Na, vielleicht was dahinter versteckt oder so. Und doch, ich will vielleicht auch ein bisschen Zeit schinden. Ich habe Angst. Okay, ein bisschen. Aber es gibt Elektroparts. Nicht, dass wir die irgendwie brauchen würden oder so. Nein. Gehen wir einfach wieder ins Footballstadion. Wollen uns noch die ganzen... Wo war das? Gemüseeintopf? Nee, war Wildbräteintopf. Sehr schön. Okay, es geht weiter. Hier, Fernseher, Fernseher. Damit kann man dann gucken. Niet, niet, piep, piep. Ab ins Lager. Na, so, so muss man sich das vorstellen. Da war mal Treppen nach oben. Die sind aber nicht mehr. Das ist, glaube ich, die Lagerhalle, wo wir eben ganz am Anfang waren, gell? Oder? Glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. So könnte man... Nein, da kann man nichts dahinter verstecken. Da kamen wir gerade hier... Da oben ist nochmal... Warte mal. Doch, das ist die, was ich gesehen habe am Anfang. Und so, ich dachte nämlich gerade, ich hätte nochmal Wildbräteintopf. Nam, 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 nam. So, Wildbräteintopf ist ja so, als würden wir eine Sechserwaffe irgendwie finden, oder? In so einem... Oh, schwarze Farbe! Schwarze Farbe! So, ich will... Moment. Moment. Da hat doch gerade jemand gepupst und gerübst und gedingst.
Ist da ein Kopf oder ist da... was ist da? Jetzt habe ich Angst. Und ich wollte mir gerade... okay, da ist nichts dahinter. Ich wollte mir gerade die schwarze Farbe in meinen Dings ziehen. Weil ich hätte gern alles schwarz mit der Zeit. So. So, jetzt ist die schwarz. Man sieht es zwar nicht, aber ich weiß es. Dass die jetzt hier Dings ist. Die haben alle Farbe. Okay. Okay. Weiter geht's. Oh, ich sehe schon alles. Und die rennen jetzt alle. Na, das soll man erstmal gucken. Meine Tasche ist voll. Ich muss nach unten gehen. Ich muss unbedingt nach unten gehen. Okay, es hilft nichts. Stimmt's? Es hilft nichts. Ich muss da durch. Und ich kann jetzt nicht irgendwie drauf hoffen, dass irgendjemand nicht mehr feral ist oder so, weil die rennen alle. Das ist ganz egal, ob feral oder nicht. Autsch. Autsch. Okay. 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 Ganz brav. Ganz brav. Ruhig. Alles gut. Okay, wo seid ihr jetzt schon wieder hier? Krach mal. Ja, da. Okay, ich sehe schon, da geht's durchs Fenster. Aber erstmal will ich hier umgucken, ne? Bisschen looten. Wow, da ist einer! Entschuldigung! Entschuldigung! Ich dachte, ich habe alle erledigt. Lalala. Anscheinend doch nicht. Hier wird alles zusammengemixt. Hier wird lecker geforscht. Was den Leuten schmecken könnte. Oh, du. Okay, und hier schön mit Heilmittel gleich dabei, ne? Für die Leute, die dann irgendwie an Magenschmerzen leiden, weil sie das zusammengepanschte Essen doch nicht so schmeckt. Oder hier mit Acid und mit Tierfett und mit Blutbeuteln. Ich will nicht wissen, was die da zusammengemixt haben an Essen. Weil, wie gesagt, die man ist... Warte mal. Jetzt bin ich hier ganz am Anfang. Lalle. So kommt man offiziell in den Raum. Alles klar. Ich wollte eh nach draußen. Okay. Ja, man bricht da eben einfach mal ein und dann ist man da, wo man hin möchte, ne? So, habe ich noch mehr Stoff? Nein, sonst würde der stapeln. Okay. Das hauen wir auch mal hier rein. So. Gib mir mal das hier ganz kurz. Ich latsche jetzt nämlich nicht wieder den gesamten Weg. Wir klettern da jetzt hoch. Ah, der ganze Boden ist kaputt. Ungefähr hier vielleicht. Und so kommt man dann offiziell in diesen Bereich hier rein. So, okay. Da ist auch noch was. Wird sowieso gleich einkrachen, egal. Da geht's gleich weiter, aber... Ah, hier ist noch was drin. So, jetzt nehmen... Boah, ja Wahnsinn! Wieso kriege ich jetzt die ganze schwarze Farbe? Habe ich vielleicht einmal zu viel gemeckert? Jetzt haben wir auch eine schwarze Schrutze. Ja. Sehr schön. So, okay. Das ist cool. So, haben wir hier noch mehr? Nee, ne? Ah doch, das Schließfach. Oh, nee. Okay, das ist nur Deko. Okay. Coole Sache. Mehr schwarze Farbe. Okay, Gaia. Ist da ein Hawaiianer oder ein Kopf? Oder wer macht da gerade so komische, eklige Geräusche? Immer das Gleiche mit denen, ne? Immer das Gleiche. Hüpf. Ach so, hier, die Leiter ist auch kaputt. Da ist eigentlich zu. Na, ich bin aber neugierig. Sind wir da mal vorbeigelatscht? Ich möchte nur mal reingucken. Oh. Okay, vielleicht kommen wir da noch hin. Wo seid ihr? Wo? Oh Gott. Guck. Es hat ja nicht viel geholfen. Okay. Nein!
Autsch, verstaucht, verstaucht. Die kommen jetzt sowieso von alleine hier vorbei, ne? Ich weiß nicht, wo der Kopf hier rumblitzt. Oder auch nicht. Okay, hier einmal benutzen. Keule, 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 Keule. Jawoll, Kopf ab, Kopf ab. Ah, das ist der Havaianer. Okay, der kommt von da angerannt. Schön durch die Spikes. So, oh, das hat dem gar nichts ausgemacht. Das hat dir ja gar nichts ausgemacht. Du. Okay. Okay, der ist Matsch, der ist Matsch. Der ist Matsch, der ist Matsch. Okay, es ist nur verstaucht. Ich brauche mir da jetzt keine Gedanken machen. Nun gehen wir jetzt aber hier wieder nach oben. So. Und ich bin, ouch, froh, dass ich kein, wie heißt's? Dass es kein Kopf war. Genau. Da hoch. So. Die Tür, da haben wir schon reingeguckt. Aber ich glaube... Ah, warte, warte, warte. Ich glaube... Na gut, muss ich es so machen. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir von alleine dann noch irgendwie hin. Hoffe ich zumindest. Oh! Auf dem Dach sind ein paar Leute. Ich glaube, die machen gerade Raucherpause oder so. Hilfe! Wieso? So viele. So, aber wenn die gleich reingerannt kommen, dann zeigen die mir... Was machen die da, bitteschön? Stehen alle da wie, ne? Bestellt und nicht abgeholt. Hey! Oh! Der sieht mich nicht. Und der will nichts von... Okay. Ich höre einen Nacktfrosch, glaube ich. Oder einen brennenden. Oder... Ich habe keine Ahnung. Kann man hier irgendwas noch holen? Ach, hier sind wir jetzt. Ah, okay. Ah! Oh Gott, wo kam der denn jetzt her? Alter Schwede. Warum? Entschuldigung. Okay. Wo muss ich hin? Hier raus wahrscheinlich. Okay, aua ja. Und da stehen sie doch alle. Die habe ich doch... Oder? Ich habe mich jetzt nicht verlaufen, oder? Das sind Minen. Ich sehe euch ganz genau. Oh, klick. Ja, weil ich die Mod gemacht habe. Stimmt. Okay. Ich glaube, mach mal so. Okay, da ist noch einer, den kriege ich, glaube ich, auch so weg. Autsch. Sekunde, Sekunde. Einmal das da. Mann, Mann, Mann. Die haben alle geweckt jetzt. Sag ich doch. Weg damit. Okay. Noch jemand? Aber ich glaube, das war die beste Möglichkeit, hier alles, ne, zu wecken. Indem wir einfach mal die Mine hochgehen lassen. Eieiei, Federn brauche ich eigentlich auch nicht. Aber ist alles EP. Okay, da müssen wir, glaube ich, wieder rein, oder? Kann das sein? Jetzt nicht selber irgendwo auf eine Mine treten. Ich dachte, ich wäre jetzt hier, wo die ganzen Bauarbeiter gerade rumstanden. Aber sieht nicht danach aus. Ist das eine riesige Klimaanlage? Ich glaube, ja, ne? Also aussehen tun die Fabriken ja schon richtig cool. Also das muss ich schon... den Beams lassen. Das sieht schon richtig gut aus. Sieht nicht aus, als wäre da was drinnen. Ach, da hängt ein Vogel. Okay. Da waren die ganzen Minen. Geh ich schön brav auf der anderen Seite hier entlang. Eieiei. Lady, hier drüben. Guck mal, du kannst hier ganz einfach drüber gehen. Das sind auch kaum Bomben. Ja, ja, da und dann mach Kabum. Oh. Keine Mine erwischt. Hm. Schade. Ich hätte dir eine Mine gegönnt. Bitte nicht einbrechen. Oh, da ist ja noch... da ist ja noch ein Handtäschchen. Aber ich sehe nicht richtig, wo Glas ist und wo nicht. So, so. Warte, warte. So. Handtasche. Ja, toll. Verdiss, dass nichts drin ist. Tja. Geizkragen. Okay, dann gehen wir hier weiter.
Ah, jetzt sind wir über dem Aufzug, wo wir vorher schon mal drin waren und gelootet haben. Und da ist jetzt nämlich, das ist kein Versteck, das ist der reguläre Weg. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch. Ich werde gleich gefressen. Wo haut ihr euch jetzt schon wieder durch? Bin gerade froh, dass sie zu tun haben, aber... Oh Gott, kommen da viele. Warte, warte, warte. Wo stelle ich mich? Nein, nein, nein. Da am besten. Da am besten. Nein, nein, nein. Hier, ich bin hier, ich bin hier. Ah. So, der ist Matsch. Nein, ouch. Matsch. Und Matsch. 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 Matsch, Matsch. Alle Matsch. Heieieiei. Genau, jetzt sind wir hier über dieser... Ach, guck mal, die ganzen Rohre. Da kommt das ganze... Die ganzen Zutaten rein. Es ist so cool gemacht. Es ist einfach nur cool gemacht. Da wird dann alles in den Trichter geworfen, zusammengematscht. Und da kommt die fertige Pampe dann raus. Und dann kriegt man da lecker Wildbreteintopf oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde erstmal sagen, ich mache dann hier Pause. Hinten war noch das Geheimversteck und hier bei der Milch sind wir gut aufgehoben. Deswegen sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.